Der Herr sagt, diese Welt ist ein verdorbener Baum. Fällt ihn und verbrennt die Zweige. Die Trompete Gottes. Trumpet Call of God. April 17, 2006. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott. Diese Welt ist angeschlagen, ein verdorbener Baum, der bittere, giftige Früchte trägt. Ein großes Jammern wird vernommen von der ganzen Erde, ein sehr bitteres Weinen. Meine Kinder rufen hinaus zur Mittagszeit und die Tränen der Unschuldigen hören nicht auf. Ihr Menschen der Erde, ihr habt dies getan. Ihr habt dies getan, ihr mächtigen und reichen Menschen des Überflusses. Ihr habt dies getan. Denn aufgrund der Härte eurer Herzen habt ihr Morde begangen. Aus Gier, um euren unstillbaren Appetit und eure fortwährend zunehmenden Begierden zu befriedigen, habt ihr den Garten zerstört. Fällt den Baum und verbrennt die Zweige. Brecht den Strunk auseinander und zieht die Wurzeln heraus. Denn das erklärt der Herr. Dies ist meine Erde und dies sind meine Kinder. Ich werde sie nähren. Und du, extrem boshafte Generation, wirst hungern. Denn wie ihr gesät habt, werdet ihr ernten. Und das, was ihr von den Armen und Bedürftigen zurückgehalten habt, wird von euch genommen werden und ihr werdet leiden. Schaut, alles, was ihr angerichtet habt auf der Erde, wird auf eure eigenen Häupter zurückfallen. Denn ich werde euch niederschlagen und verwüsten, eine Verwüstung nach der anderen, eine Katastrophe nach der anderen, Plagen und Hungersnöte, bis die Erde euch komplett verzehrt hat. Denn das sagt der Herr zur Generation seines Zorns. Wie ein Löwe plötzlich aus seinem Versteck hervorspringt und die Beute ergreift, so werde ich das Genick dieser Generation brechen und sie wegschaffen, bis jeder letzte Rest ihrer Bosheit verschlungen ist. Schaut, ihr werdet ohne Hände gebrochen werden, und die Bosheit, die in eurer Mitte wohnt, wird in Stücke gerissen werden. Denn ich bin aufgestanden in meinem Zorn. Ich bin herausgekommen in meiner Wut. Schaut, ich komme rasch, mit großer Macht und Herrlichkeit. Und wer unter den Nationen wird euch vor dem Mund des Löwen erretten? Wer unter den Mächtigen und Stolzen wird in der Lage sein, auch nur den Kleinsten von jenen, die ich sende, zu überwältigen? Denn ich bin der Herr. Deshalb soll jeder Weg aufbrechen und jedes Fundament bröckeln. Die Erde soll nachgeben. Die hohen Orte sollen mit einem großen Krachen fallen und jedes falsche Bild soll zerstört werden. Vor der großen und furchteinflößenden Kraft des Herrn. Seht, euer Wohlstand hat sich aufgelöst, ihr Menschen der Erde. Denn wie es geschrieben steht, euer Reichtum wird verfaulen und eure feinen Kleider werden von den Motten zerfressen werden. Euer Gold und Silber wird wertlos werden und Zeugnis ablegen gegen euch, am Tag des Zorns, und es wird euer Fleisch aufzehren wie Feuer. Deshalb werden euch die Schätze, die ihr für den Tag aufgehäuft habt, unter sich begraben. Schaut, eure Macht ist verdorben und zu überhaupt nichts nütze, sie wird euch verzehren. Denn ihr seid extrem verdreht, eine ganze Generation betrügerischer Menschen. Schaut, die Augen des Herrn haben es gesehen. Die Ohren des Herrn
haben es gehört. Meine Leute leiden und meine Treuen werden verfolgt, inhaftiert und getötet. Meinen Kleinen wird Schaden zugefügt und die Unschuldigen werden massenhaft umgebracht und als Abfall weggeworfen. Deshalb wird den Bedrängten Wohlstand gegeben werden, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Und die Sanftmütigen und Demütigen werden die Erde ererben. Die Kleinen werden genommen und die Unschuldigen werden nach Hause zurückkehren. Und sie werden meine Söhne und Töchter sein, für immer, leben ohne Ende. Doch du, extrem boshafte Generation, wirst verworfen werden. Ich werde euch aus meinem Blickfeld entfernen, und ihr werdet außerhalb der Tore bleiben. Denn ich kenne euch nicht, sagt der Herr. Dort wird großes Jammern und Zähneklappern sein. Deshalb sagt der Herr zu den Hartherzigen, zu jedem Diener Satans, zu allen, die sich dieser Welt anschließen, kniet, kniet nieder vor dem Herrn, der Heerscharen, kniet vor eurem Schöpfer, kniet vor dem Heiligen von Israel und küsst den Sohn. Denn in Christus allein ist eure Erlösung. Im Messias allein gibt es Errettung am Tage des Zorns. Ja, er, der Jesus Christus genannt wird, ist der Messias, euer einziger Ausweg. Jahushua ist das Lamm. Schaut, er ist auch der Löwe. Doch ihr werdet ihn im Stich lassen, zugunsten eines anderen. Ihr werdet den Hochstapler und Betrüger umarmen und euch vor dem Bild des Zerstörers des Fleisches beugen. Habt ihr Bösen gedacht, dass der Mann des Verderbens euch vor dem Tag des Zorns erretten könnte? Habt ihr gedacht, dass ihr dem Tag des Gerichts entkommen könnt, den ich von Anfang an angekündigt habe? Ihr seid getäuscht, genauso wie er getäuscht ist. Denn die Herrschaft der Gottlosigkeit wird beseitigt werden. Jede Form von Bösem wird eliminiert werden. Die Frevler entfernt und an das Böse wird man sich nicht mehr erinnern. Zerschlagen, eliminiert, ausgelöscht im See meines brennenden Herzens. Aber zuerst werdet ihr knien. Ja, ihr werdet knien, genauso wie er, den ihr vergeblich angebetet habt, knien wird vor der Majestät von ihm, der Nazarener genannt wird. Denn die Erde wird mit seiner Herrlichkeit angefüllt sein und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jene auf der Erde, jene unter der Erde und jene im Himmel. Ja, alle werden dem König unterworfen werden. Denn das sagt der Herr. Schaut, mein Herz ist entflammt in meinem Zorn und mein Antlitz brennt wie ein tobendes Feuer. Meine Traurigkeit ist grenzenlos und das Gewicht einer unendlichen Trauer deckt mich zu. Denn so wahr ich lebe, ich habe kein Vergnügen an der Vernichtung der Gottlosen, sondern rufe alle auf der Erde auf, Buße zu tun und sich von ihren bösen Wegen zu entfernen und zu mir zurückzukehren. O Menschen der Erde, wisst ihr denn nicht, dass der Zorn des Herrn gekommen ist und noch kommt? Doch noch größer ist die Liebe und Gnade Gottes, erfüllt in dem Menschensohn, er, der schon zu euch gesandt wurde. Deshalb hört das Wort des Herrn. Ruft den Namen an, umarmt die Erlösung Gottes und lebt. Deshalb hört das Wort des Sohnes des Allerheiligsten, des einzig Hervorgebrachten von dem Vater, das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Denn das sagt der Heilige von Israel. Am Anfang war das Wort,
Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Am Anfang war das Wort, das Ich Bin. Das genau gleiche wie Gott, durch welchen all diese Welten existieren und erschaffen wurden, denn der Vater und der Sohn sind eins. Auch ihr wurdet im Bild Gottes erschaffen, Gefäße, die Tempel meines Geistes. Doch ihr habt den Tempel entheiligt, und ihr hört nicht auf, alles zu verderben, was ich euch geschenkt habe, wodurch ihr euch auch selbst verdammt habt. Denn ihr sagt, Gott wird uns nicht zerstören, wir haben ihn weder gehört noch gesehen. Er existiert nur im Geist der Menschen und in Büchern. Oh, wie groß ist der Stolz und die Arroganz des Menschen. Bindende Stricke, die ihn in den Tod hinunterziehen. Eine Schlinge, die laufend enger wird, während er kämpft, um seinen eigenen Weg beizubehalten. Denn wie geschrieben steht, meine Leute werden zerstört, weil es ihnen an Wissen fehlt. Und weil sie Wissen abgelehnt haben, muss ich sie auch ablehnen. Während sie mich im Stich lassen, werden sie von mir weggezogen. Aufgrund ihres Stolzes lehnen sie mich ab. Und in ihrer Arroganz halten sie an ihrem eigenen Weg fest und schreiten die breite Straße entlang. Aus diesem Grund sind die Mauern Jerusalems niedergerissen. Deshalb ist der Weinberg des Herrn zertreten. Schaut, die Fässer quillen über. Alle Gefäße sind umgekippt und aller neue Wein verdunstet im Feuer. Und meine Leute sind immer noch nicht errettet. Geliebte Kinder, kennt ihr die Kraft und Barmherzigkeit Gottes nicht? Ich bin jene Kraft, durch welche Gott seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Geschlagen, verspottet, verletzt, gepeitscht und ans Kreuz genagelt für eure Verfehlungen, von Gott geschlagen, durchbohrt und begraben und nach 3 Tagen und 3 Nächten auferstanden zum Leben, damit ihr durch mein Leben geheilt werden könntet. Denn meine Barmherzigkeit besteht für immer, für alle, die akzeptieren und an meinen Gnaden teilhaben. Denn diese werden im Glauben leben, und auf keinen Fall wird ihr Leben von ihnen genommen werden. Und auch wenn sie einschlafen, werde ich sie gewiss wiederbeleben, und sie werden für immer im Licht des Herrn verbleiben. Törichte Kinder, ich wurde gesandt, um euch zu erlösen, um euch wiederherzustellen im Leben und um euch den Weg zu zeigen. Doch ihr habt nachgelassen und werft mich weg, wie einen Strick, der euch bindet. Versteht ihr nicht? Ich habe jeden Strick durchtrennt. Ich habe euch von jeder Kette befreit, die euch gefangen hält. Und doch sagt ihr, werft diese Stricke von uns. O du tote und sterbende Generation, du hast das Leben aufgegeben. Du wirst ganz sicher sterben. Dein Schicksal ist besiegelt und dies durch deine eigene Hand. Denn entsprechend all euren bösen Werken, die ihr uneingeschränkt begangen habt, und entsprechend eurer großen Arroganz, wodurch ihr die Wahrheit abgelehnt und dem Weg euren Rücken zugedreht und das Leben im Stich gelassen habt, so wird es euch angetan werden. Denn es gibt keinen anderen, noch gibt es irgendeinen anderen Weg, durch welchen du in die Liebe und Gnade Gottes eintreten kannst. Ein Sohn, geopfert für viele, ein Weg zur Heiligung und zum Leben, Leben ohne Ende. Denn Gott liebte die Welt so, dass er seinen einzig hervorgebrachten Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht umkommen,
sondern ewiges Leben haben. Deshalb umarmt mich jetzt, damit ihr nicht zurückgelassen werdet und von dem Wein des Zornes Gottes trinken müsst, der mit voller Kraft in den Becher seiner Empörung gegossen wird. Denn ich sage euch die Wahrheit, das Urteil und die Dunkelheit wird 7 Tage regieren. Dann kommt die Vollendung. Schaut, die Geburt eines neuen Tages. 1000 Jahre. Frieden.